Willkommen zurück zur vollen Ladung Action, liebe Freunde. Und da vorne sehe ich schon einen Helikopter. Und vielleicht können wir uns das Teil schnappen. Na, kommt schon rüber, Freunde. Worauf wartet ihr noch? Ach so, da kann ich nur das Geschütz jetzt nehmen. Boah! Junge, Junge, Junge. Karamba! Diesen Turm, den will ich auch mal wegradieren. Geht das? Nee, der hält erstaunlich viel aus. Also ein bisschen, so ein bisschen. Okay, mit dem können wir auf jeden Fall jetzt keinen Abflug machen mit diesem Helikopter. Vielleicht müssen wir diesen in der Garage nehmen, der da schon so schön für uns vorbereitet wurde. Na gut. Nee, das Ziel, oh, das Ziel liegt sogar noch weiter nördlich. Wenn ich das richtig sehe. Feindlicher Heli hebt ab! Na toll! Geh in Deckung! Mal so ein Sicherheitsschuss. Okay, jetzt müssen wir uns den da unten schnappen. Okay. Den Helikopter. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Bam! Nicht mit uns, Freunde. US Army. Der ist doch sogar von uns. Los, los. Ab rein da. Okay, wir heben ab. Wo geht's hin? McGuire hat mich angepickt. Er ist 80 Kilometer weg. Verstanden. Milo, halt sie mir vom Hals. Wird gemacht, Freund. Flynn. Peace, Bruder. Vor dem Panzerfäusten müssen wir wirklich aufpassen. Und deswegen müssen wir die jetzt hier ausradieren. Ja, ja. Versuche uns runterzubringen, okay? Ich gehe um. Flynn, du machst das schon. Geschützmale und deck die Flanke ab. Wenn du das Ding so hältst, kann's losgehen. Oder auch nicht. Ich muss es auf die Harte zu versuchen. Schieß auf den verdammten Heli. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Den kriegen wir schon. Voll in die Rotorblätter. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam. Yeah, badabadu. Pams. Pam. Wir radieren sie alle aus. Die Putzkolonne ist zurück. Ja. Yeah. Sehr gut, Flynn. Ich komme! Haltet durch! Alles erledigt! Rückt aus! Pat! Weiter nach Ziel! Wir veranstalten hier ein richtiges Feuerwerk. Dagegen ist Silvester wie Kindergarten. So. Also viel mehr aufräumen kann ich langsam nicht mehr. Aber aus irgendwelchen Löchern kommen immer wieder irgendwelche Feinde. Scheiße! Wir wurden erwischt. Wie konnte das nur passieren? Doch die Bad Company schwört Rache. Blutige Rache. Mehr oder weniger. Auf der Brücke sind noch zwei. Und irgendwo muss hier noch einer lauern, der uns eben abgeschossen hat. Irgendwo muss der sein, der Bursche.
Vielleicht gerade auf Toilette oder so. Ich weiß es nicht genau. Boah. Jetzt aber. Bring uns hier raus, Flynn. Alter Hippie. Wow, eine haarige Geschichte hier. Da vorne, der ballert auch weiter auf uns. Wir sind noch nicht in Sicherheit, noch bei weitem nicht. Nina, sind wir dran! Feindliche Helikopter! Na toll! Den kriege ich noch, Freundchen, den kriege ich. Den nehme ich auch noch aufs Korn. Ja! Noch einer oder was? Den kriege ich auch hier. Der kriegt meine Minigun zu spüren. Und sein Rotor brennt schon. Spanisch lernen. Oder Russisch. Russisch könnte nützlicher sein, wenn alle Stricke reißen. Durchaus. In dieser fiktiven Gegenwart von Battlefield Bad Company 2 definitiv. Denn da haben die Russen die halbe Welt erobert. Die halbe Erde. Und jetzt müssen wir uns mit Aguirre treffen, dem Spion. Ah, sagt ihr es mir. Das war ein Schwindel? Mein Freund hier ist ein engagierter Mann. Jahrelang waren wir auf der Suche nach der Waffe verfeindet. Aber jetzt nicht mehr. Warum? Weil sie mich belogen haben. Wer? Wer hat sie belogen? Wer mich belogen hat? Ja. Welche Rolle spielt das? Ich habe ein paar Nachforschungen über sie angestellt. Nichts Interessantes. Und dann, als der Name Thomas Wyatt fiel, wurden sie plötzlich hellhörig. Naja, er hatte jedenfalls einen Sohn namens James, etwa ihr Alter. Unterbrechen Sie mich, wenn es bei Ihnen klingelt. Thomas Wyatt war Ihr Vater, richtig? Sie flippten aus, als sie rauskriegten, dass die Regierung für seinen Tod verantwortlich war. Die Regierung hat sie belogen, stimmt's? Ich hatte alles vergeben. Bis ich hörte, dass sie von der Waffe wussten. Dann nicht mehr. Und darum muss dieses Land ausgelöscht werden. Sie sind doch irre. Sie können nicht einfach eine Nation aus Rache zerstören. Ich nicht. Richtig. Aber er kann's. Ich kann's. Der Verräter rennt in seinen eigenen Tod. Flynn! Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, der Gute. Herr Ghost Rider! Schätze, die Verhandlungen haben nicht gefruchtet, was? Das Karma und ich haben Frieden geschlossen. Also beeilt euch! Die Welt muss gerettet werden! Und Haggard! Danke für die Zigaretten, Mann! Scheiße! Nein! Mach schon! Raus hier! Los! Nein! Die Typen haben Flynn umgebracht! Unser Night Nippy. Rest in peace. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zero Dark 30. Sammelobjekte 0. Funkstation 4. Las Montanas. Die Rache ist unser! Und jetzt, Sarge? Wir haben ihn gerade den letzten Teil der Waffe frei Haus geliefert, also keine Ahnung. Kleine Planänderung. Der russische Colonel begibt sich zum Hafen. Wir können die Amerikaner nicht finden. Haltet die Augen offen. Hallo, schalt ihn aus. Erledigt, Sarge. Träum was Schönes. Sweetwater,
was sagen Sie? Irgendwas über eine Bucht. Bin nicht sicher. Vielleicht ist Kirilenko unterwegs zu einem Hafen. Was denn für ein Hafen? Wo zum Henker sind wir? Ich glaube, ich weiß wo. Wo zum Henker war das? Keine Ahnung. Aber gefällt mir nicht. Das ist das Geräusch der schwarzen Waffe. Ach du heiliger Kakadu mit 15 Flügeln und 5 Beinen. Achtung, Hex. Was ist hier los, Freunde? Da ist ein verdammt großer Vogel über die Hütte da geflogen oder fliegt immer noch. Ein verdammt großer. Okay, ich denke, hier werden wir auf Feindkontakt stoßen. Und da guckt doch tatsächlich einer durch und den schalten wir jetzt aus. Da kommen wir gar nicht durch. Mist! Das scheint Panzerglas zu sein. Boah! Ach du grüne Neune! Ich muss hier raus, Freunde. Ich muss hier raus. Uiuiui. Erstmal kurz ein bisschen regenerieren. Ein bisschen ausrasten, förmlich. So, und dann pumpen wir die Burschen voll Blei. Aber so richtig. Bam, 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 bam. Oder auch nicht so richtig. Man kann ja nicht immer gewinnen, ne? Man kann ja nicht immer gewinnen. So. Jetzt pirschen wir uns ganz sicher, ganz vorsichtig hier an das Lager ran, sofern das möglich ist. Denn mit diesen Kerlen, mit denen ist absolut nicht zu spaßen. Die sehen ja auch nicht gerade so aus. Die spielen nicht mit Barbie-Puppen, die spielen eher mit AKs und Kalaschnikows, wenn das nicht dasselbe wäre. Russische Übeltäter und südamerikanische. So, den hätten wir. Da hinten sind noch mehr. Die kommen von überall her. Schnappe mir eine Granate. Und heize damit ein. Und noch eine. Und noch eine für dich da oben. Habe ich auch was vorbereitet. Wenn ich da Problemfall. Ach du grüne Neune. Da kommt die Granate doch zurückgeflogen. Tatsächlich. Boah. Muss mal kurz hier ausharren. Stürme! Pam! Klettere die Leiter hoch! Uiuiui, ui, ui, da bin ich doch tatsächlich runtergeklatscht. Mist! Ciao, mein Freund! Du hast uns lange genug eingeheizt. Cleveres Bürschchen. Ich glaube, das war's soweit. Okay. Bam! Patz! Ja! Uiuiuiuiuiui! Da werden wir auch gerade gut wieder abgeballert, abgeschossen. So freundlich sind die nicht gerade. Kein herzlicher Empfang in Südamerika. Uiuiui. Da oben ist noch einer. Auch nicht gerade ein liebenswürdiger Kauz. Ah, den erwische ich schlecht mit der Schrot. Ich glaube, da schalte ich doch mal gerade auf die T-88 um. Die ist nämlich nicht zu spaßen. Da hinten sind noch ein paar. Erledigt! Die Luft ist sauber, Jungs. Oder noch nicht so ganz sauber. Da ist noch ein Raketenwerfer. Einer lebt auf jeden Fall noch. Boah, das war knapp. Ja, die kennen wir ja auch bereits, aber die liegt mir nicht so wie die T-88. Auch wenn die eine bessere Durchschlagskraft hat.
Aber da nehme ich dann doch lieber die USAs nochmal mit. Wo sind meine Kumpanen, Mann? Ich denke, wir sind eine Company. Und nicht Solo-Gefeite hier. Carlos. El Cantina. Ja, hier wurde mal die gute südamerikanische Küche zubereitet. Okay, du hast es nicht anders gewollt. Es tut mir leid. Ruhe in Frieden.